Okay. Das ist doch das ist nie passiert. Was geht mit Fanfictions? Kompletter Fiebertraum. Ja. Clue ist auch noch dabei. Oh Mann. Wir machen Fanfictions. Oh mein Gott. Wir machen Fanfictions heute, weil es geht heute darum. Es geht heute genau um sowas. Wir lesen Fanfictions von darum. Ey, das fängt schon ganz. Das wollte ich wirklich eigentlich nicht erreichen, weil das sind alle. Diese ganzen Fanfictions. Bro! Okay, wir lesen Fanfictions von dir und Ju und mir und uns dreien. Und das sind teilweise ein paar weirde Sachen dabei. Das heißt, wir gucken uns jetzt zum einen ein paar Edits an, aber werden wir auch ein paar Geschichten lesen. Jetzt wird's romantisch. Fan-Edit Jusofy. Jusofy? Jusofy! Das ist unser Name jetzt? Ja, das ist der Shipping-Name. Jusofy. Ja. Hä, okay. Wieso ist es denn nicht, Mexoju. Mexolien. Bam. Bam? Guck mal, da waren wir so jung. Oh mein Gott, Alter, da hatten wir so weiche Teenager waren wir da. Wait a minute. Wir wussten noch gar nicht, wie die Welt so funktioniert. Wir wussten noch gar nicht, was... Ich muss auch wieder zu dir kommen. Ja, musst du, wirklich. Mein Hals vermisst deine Hände. Okay, nein. 300.000 Likes! 300.000! Was ist denn das auch für ein Gesichtsausdruck, dass ich zuerst... Ich gucke... Und jetzt ganz leicht zu lächeln. Vollkommen dead. Und jetzt... 3, 4. Jo. Naja. Kleiner Käfer, Lu. Wir zusammen sind Jona, Lu. Jona, Jona, Lu. Jetzt geht's nur noch zu. Denn ein Jona, Lu bist auch du. Denn hüpfen die ein... Ist okay. Ey, wie das immer gecuttet ist. Das ist nie so passiert. Das ist niemals nie. Ist das so passiert. Die nehmen von irgendwo, wo du so kurz so mit der Zunge machst und das schneiden die dann in Slow-Mo genau an die Stelle. Immer. Kann nicht sein. Ja! Das ist immer so krass aus dem Kontext. Ja, ey, und dann schreiben die Leute in den Kommentaren, Maxi jetzt so voll traurig. Ja. Aber das stimmt damit. Maxi stimmt aber. Nein, traurig. Warum? Ja. My BSF and me wondering where everyone ships was. Ey, das war wirklich so ein Dreh, wo Maluna einfach nur so... Ja, ja, guck mal, wie Maluna auch gar nicht mehr da ist. Ja, die ist irgendwann... Da ist sie wieder. Mal kurz Tee holen. POV, Rezo regt sich auf. Das sind so geile Framings. Das ist alles so komplett aus dem Kontext. So als hätte ich so mich total aufgeregt und du hättest mich so beruhigen wollen. Ja, so, hey, stimmt. Mein Löwe, mein Bär. Mein Löwe, mein Bär. Alter, ey. Rezo Julian. Es heißt Rezo Julian. Es heißt Rezo Julian. Ach, unser Kind. Es ist eigentlich unser Kind. Okay. Das ist doch gephotoshoppt. Das ist doch gephotoshoppt. Das ist nie passiert. Was ist das denn hier? Passiert. Ey, die Realität verändern sich so krass, wenn man Vater ist, ne? Einfach so, also Sätze aus dem Podcast noch so drüber. Die Prioritäten verändern sich so krass, wenn man Vater ist. Hä? Max, ist wirklich traurig gerade. Oh Mann, nein. Alles du gut. Kannst auch Vater sein. Will ich noch nicht. Hä, willst du nicht? Noch nicht. Oh, so. Ja, das sucht man sich aber auch nicht aus. Das stimmt auch. Wir haben nicht aufgepasst und zack, ist jetzt ein Kind da. Oh. Ey, jeder Blick, der in Slow-Mo ist, sieht halt so aus, ne? Normalerweise ist es so, man unterhält sich, man guckt kurz. Und wenn du das, was wir gerade gemacht haben, in Slow-Mo abspielen würdest, wäre es halt so... Jetzt wäre halt so ein Blick. Das ist easy. Außer das. Das, ja, okay. Ist, das ist provokant. Das ist was anderes. Das war provokant, ich sehe das. Das habt ihr wirklich gemacht. Nee, das ist zusammengeschnitten, das haben wir nie gemacht. Ja, das ist Photoshop. Und das eben gerade? Diese ganzen Fanfictions, Bro! Das sind ja die Sachen. Das, sind ja das war auch zusammengeschnitten. Nee. Das krasseste Trio. Das kriegen wir jetzt für ein Theme? Ja, toll.
Ich bin der Dumme. Das ist doch scheiße. Du warst so der Coole, du so der Süße und ich der Dumme. Was war das für eine Aufteilung, Digga? Hey guys, ich bin gerade auf Madeira und mache mal ganz, ganz kurzen Einschub. Ihr kennt ja mein Softwareunternehmen Lindo mit dem besten Influencer-Marketing-Tool und da suchen wir wieder Verstärkung und zwar diesmal im Sales-Bereich. Also, wenn du im B2B-Sales-Erfahrung hast, dann check doch unten die Videobeschreibung aus, da gibt es mehr Infos und dann meldest du dich. Das war's schon, jetzt geht's weiter mit dem Video. Oh Gott, ja. Und das ja. Auch auf 25. Ja. Warte, das andere muss auch auf 25. Ja. Okay. Oh. Oh. Oh mein Gott, meine Niere willst du mich umbringen. Ich hab's nicht ausgehalten, aber das war echt so heftig. Das fühlt sich so an, kennst du? Das hat voll wehgetan. Ja, du redest einfach und ich hab voll die Schmerzen. Du drückst auch nicht auf Pause. Das Ding ist, aber man muss dazu sagen, Maxi hat nach dem Dreh, erinnerst du dich an den Dreh? Nachdem wir mit dem Dreh fertig waren, lag Maxi literally auf dem Boden, hat sich mit diesen Dioden, das waren so Stromdinger, die so Stromschocks durch deinen Körper gemacht haben, dass es wehtut, hat sich damit vollgedingst und hat das auf die maximale Stufe gestellt und lag auf dem Boden. Doch. Das ist eine Lüge. Das ist passiert. Das ist gar nicht passiert. Natürlich ist das passiert. Ich lag doch nicht auf dem Boden. Was? Wie? Natürlich. Jetzt kommt so rüber, als wäre es von meinen Kings, so Stromschläge und so. Ja, ist es mit nicht. Recht. Ja, doch. Wie? Ja? Ach, weil wir alle drei getrunken haben. Was? Was? Ach, Knu ist auch noch dabei. Oh, oh. Oh Mann! Alter, mit dir. Daddy! Das mach ich so nicht! Nee, aber, nein, das sind nicht die Gedanken, die ich hab. Was hast du und Luisa? Ja. Ja. Ja, Maxi, was hast du dazu? Das sind halt Statements, die machst und du sorgst dann dafür, dass es sowas gibt. Ich bin der, du bist dafür. Der. Ja. Ihr nicht? Ja. Doch, aber genau das haben wir gesprochen. Ich habe nie irgendwas gemacht, was provokant sein hätte können. Konjunktiv. Okay. Jetzt machst du voll die langen Wimpern. Was? Dankeschön. Echt? Ey, wirklich. Das ist aber geklebt, oder? Und einen langen Spann. Das stimmt nicht. Leider nicht. Okay, wir haben schriftliche Fanfictions, die so auf Wattpad oder was gibt's da alles. Ja. Gucken wir uns die erste Geschichte an. Okay, ich mach den ersten Absatz. Rezo ist einer der jüngsten und erfolgreichsten Eishockeyspieler der Welt. Bisher alles noch echt. Ja. Als er mit seinem Team für die Olympischen Spiele nach Singapur reist, trifft er auf den atemberaubend begabten Eiskunstläufer Julian. Das bin ich. Aha. Jetzt du. Zu. Schon nach weniger Zeit bemerkt er, dass er Gefühle für Julian entwickelt. Das geht aber schnell. Mhm. Zwar sind sie Rivalen auf dem Eis, doch Rezo versucht dennoch, ihn näher kennenzulernen. Mhm. Zwischen teamintern Streitigkeiten, schlechtem Coaching und den näher rückenden Wettkämpfen hat er also noch mit einem Dilemma des Herzens zu kämpfen. Mhm. Denn Julian ist so kalt wie das Eis, auf dem er Kunst aus nichts erschafft. Und seine Kälte bringt Rezo um den Verstand. Ja, weil du so kalt bist. Ich bin kalt wie Eis. Aber ich finde es ganz geil, dass es auch Wattpads gibt, wo einfach wir Eishockeyspieler sind. Sein Name war Julian Bam. Also sein Künstlername. Sein echter Name war Boolean Boo irgendwas. Da steht er. 28 Jahre alt und mehrfach ausgezeichnet war er das Allerbeste vom Allerbesten. Die Creme de la Creme quasi. Boah, Digga. Alles Dinge, die man in der Eiskunstlaufwelt wusste. Achso, es geht immer noch um dasselbe. Seit er für die Olympischen Spiele aufgestellt worden war. Es folgt die erste Begegnung auf dem Eis. Rezo leuchtet auf. Hey, ich wohne in Aachen. Ich komme aber aus dem Wuppertal. Bin ich jetzt dran? Ja. Julian runzelte die Stirn. Wuppertal? Ja. Der Eiskunstläufer lachte. Das ist der beschissenste Name, den ich je gehört habe. Rezo prustete zeitgleich mit Revi, was, was? Über seinen Tonfall los und der Rest des Teams ließ sich von ihrer Heiterkeit anstecken. Alle haben dich ausgelacht. Fanfiction Nummer 2. Hey, das war die Story. Das war die Story. Also wahrscheinlich am Ende holen wir unseren Kopf raus, wie das immer ist bei diesen Dingern, aber es wurde jetzt mal geskippt. Okay, schade. Mitarbeiter-Fanfiction. Das ist von deinem Mitarbeiter. Oh mein Gott. Rezo saß wie jeden Abend Fortnite spielend vorm PC und weinte. Sapalot, seit Jahren versuche ich Maxis und Jus Herzen zu erobern und nie hat's geklappt. Aber ganz kurz, das ist schon eine wahre Situation. Du spielst da Fortnite und bist da teilweise am Weinen und denkst dir da wirklich Sapalot. Das passiert so. Er driftete vom Spiel ab und dachte an all die Momente in seinen Videos, in denen er die beiden intim angefasst hat. Nie ist der Funke übergesprungen. Verfluchte Axt. Doch dann, die Idee. Rezo sprang auf, fiel aufs Maul, stand auf und ging in die Küche. Dort backte er dann einen sehr nicen Kuchen mit ganz viel Chunky-Flavor und Marmalade. Ja klar. Dafür nutzte er der schlaue Fuchs. Digga, wie meine Cutter immer für mich Werbung reinfuchsen. So. Dafür nutzte der schlaue Fuchs seinen eigenen Code Rezo, um den maximalen Rabatt abzustauben. Link in der Beschreibung.
Als er den Kuchen dann Ju und Maxi gegeben hatte, fanden sie Rezo sehr nice und fassten auch seinen Glück an. Ende. Wenn ihr von jemandem das Herz erobern wollt, dann gönnt euch Chunky Flavor. Das ist die Message da eigentlich. Sehr, sehr gut. Rezo x Toastbrot. Okay, meine Perspektive. Als ich gerade dabei war, das Messer über die vegane Butter gleiten zu lassen, hielt ich inne und schaute mir die Scheibe Toast vor mir lag nochmals genauer an. Du bist wirklich der hübscheste Toast, den ich jemals gesehen habe. Ey, Wattpad einfach wild, ne? Was geht mit Fanfictions? Die einst weiße Oberfläche des Brotes war nun absolut atemberaubend goldbraun geröstet und der Farbverlauf seines Erscheins erinnerte mich ein wenig an die Schönheit eines Sonnenuntergangs. Irgendetwas musste mit dem Toast nicht stimmen, denn dies war wahrlich der attraktivste Toast der Welt. Doch die glückliche Liebe hielt nicht lang an. Also warum war meine gebackene Partnerin, warum ist es eine Frau geworden? Ey, meine cool. Warum war meine gebackene Partnerin nicht wie gewohnt in der Küche auf ihrem Teller? Achso, das geht jetzt seit einer Weile. Okay, und warum hörte es sich so an, als ob jemand gerade auf den Boden gefallen wäre? Ich rannte so schnell ich konnte zu meinem Schlafzimmer und riss die Tür mit voller Wucht auf, mit der Angst, dass jemand eingebrochen war und meinem Toast etwas angetan hatte. Leute, die waren high, Digga. Die waren ja komplett drauf. Also das ja. Aber es passt auch, wenn du high warst. Ach, ich bilde mir das nur ein. Okay, das ist meine Pilzgeschichte. Die Szene, die sich mir ergab, ließ mein Blut kochen und mein Herz zerbrechen. Dort lag sie, Toast-Tina, in meinem Bett, nur mit ihrer oberen Kruste, die unter der Decke hervorkroch. Und mein bester Freund Julian, neben dem Bett auf dem Boden liegend und die Robbe machen. Ja. Hey, das ist ein kompletter Fiebertraum. Was ist das denn für eine Scheiße? Junge. Alter, sorry an die Person, die das geschrieben hat, aber Bro. Aber kreativ. Ja. Also, wer das geschrieben hat, der muss auf Drogen gewesen sein. Muss. Same. Oder sollte welche nehmen zum Ausgleich. Liebe Freunde, schreibt auf jeden Fall weiter Fanfictions fleißig über Rezo und Maxi. Ich bin da raus. Doch, nee, ganz nee, besonders nee, über Ju. Nee. Einfach mal ein Edit über Ju machen. Edit, doch, Edit. Einfach mal ein Edit. Nee. Doch. Wir sehen uns bis dann. Folgt den anderen beiden. Supportet deine YouTuber.